wir sind heute bei BSMZ, dem Steueransprechpartner. Ich hoffe bald auch euren Steueransprechpartnern. Ja, vielleicht stellt ihr euch immer selbst vor. Ja, ich bin der Patrick Scholz. Ich habe direkt nach der Matura beschlossen, in die Steuerberatung zu gehen. Habe bei einer mittelgroßen Kanzlei angefangen, meine ganze Erfahrung dort gesammelt, über Jahre in Buchhaltung, Lohnverrechnung, Bilanzierung, Steuerberatung, überall hineinschnuppern dürfen. Und dann kam der Schritt vor ein paar Jahren in die Selbstständigkeit. Mhm. Ich bin der Marco Zamboni und wir haben gemeinsam maturiert. Und nach der Matura habe ich mich aber für einen anderen Weg entschieden. Ich habe zuerst studiert, habe meinen Bachelor an der FH BFI Wien gemacht. Und erst danach, nachdem ich den Bachelor hatte, hat es mich eben in die Steuerberater- und Wirtschaftsprüfungsbranche verschlagen. Tatsächlich war ich noch nicht in der Steuerberatung, sondern in der Wirtschaftsprüfung und durfte 4 Jahre quer durch Österreich viele, viele Unternehmen prüfen, Erfahrung sammeln. Und ja, und dann kam der Patrick irgendwann auf mich zu und hat mich gefragt, ob wir eben was gemeinsam starten wollen. Wobei das ja nicht einmal unbedingt schlecht ist, wenn man mit dir Erfahrung hat in Wirtschaftsprüfungen. Das ist überhaupt nicht schlecht. Dadurch ergänzen wir uns in vielen Sachen und betrachten auch Sachen aus anderen Blickwinkeln. Absolut. Sehr oft nämlich aus beiden Blickwinkeln. Auch wichtig. Von Steuerberatung und Wirtschaftsprüfungssicht. Ja, jetzt natürlich die entscheidende Frage, wie kommt man auf die Idee, eine Kanzlei dieser Art zu gründen? Das musst du sagen. Es gibt viele Gründe. Also wir haben ein paar Schwachstellen in unserer Laufbahn festgestellt bei den anderen Steuerberatungskanzleien. Und so ist es oft, Fehlerbehebung, wie würde man es selber anders machen. Das Persönliche hat uns sehr stark gefehlt. Also es gibt immer Hierarchien und man ist einfach nicht an den Menschen dran und an den wirklichen Umständen, an seinen Lebensumständen, die wichtig sind für die Steuern. Die Erreichbarkeit ist regelmäßig ein Problem gewesen. Die Leute wissen, sie können uns anrufen, schreiben, wir sind für sie da. Und auch sehr, sehr einfach und angenehm von der Kommunikation, also WhatsApp etc. Ja, und damit habe ich beschlossen, mich selbstständig zu machen und bin dann an dich herangetreten. So. Genau. Also mich hat es damals sehr überrascht, dass er mich quasi angesprochen hat und wir haben uns hingesetzt und haben quasi diese ganzen, unsere Stärken und Schwächen auch in der Branche und unsere eigenen quasi festgehalten und dann einfach mal geschaut, was wollen wir, wo wollen wir hin und wie wollen wir das Ganze angehen. Und ja, es hat sich dann von eigentlich einem Monat zum nächsten weiterentwickelt und ja, das Konzept ist ganz gut geworden. Man kann sagen, das ist die dynamische Tour in Sachen Zahlen. Ja, genau. Dynamisch. Okay. Wir jung und dynamisch und ja. Wir versuchen aber quasi auf dieser persönlichen Ebene an jeden heranzutreten. Uns ist ganz wichtig, dass wir mit allen unseren Klienten per Du sind. Das wird auch dabei sehr geschätzt. Und ja, ich glaube, das gefällt den Leuten. Jetzt will ich aber trotzdem noch ein bisschen tiefer hineingehen in das Ganze und fragen, warum Sie das gemacht haben. Ich weiß, warum er zu euch kommen soll. Also, aber vielleicht können Sie das nochmal kurz erklären. Was wären eigentlich die Gründe, wenn jemand fragt, warum Sie jetzt gerade zu euch kommen? Also wir sind spezialisiert auf KMUs und versuchen auch einem kleinen Unternehmer etwas Transparenz zu bieten, damit er weiß, was kommt auf ihn zu, dass er nicht zurückhaltend ist, wenn er Fragen hat, damit sie sich wohlfühlen einfach, die Leute. Und ja, wir versuchen eben auf dieser persönlichen Ebene, die ich bereits schon erwähnt habe, die Kunden zu betreuen. Sehr viele Kunden gewinnen dadurch Sicherheit. Also das haben wir regelmäßig bei Neugründungen, wo die Leute voller Fragen stehen, teilweise sogar bereit sind, sich gar nicht selbstständig zu machen, weil die Angst überwiegt.
Und nach einem kurzen Erstgespräch von einer halben Stunde, Stunde, ist die Sicherheit so da, dass sie sagen, wow, ich möchte loslegen, so schlimm war das ja gar nicht. Danke, dass ihr uns begleitet durch diesen Steuerdschungel. Ich kann mir das vorstellen, weil wenn ich mir diese Sachen anschaue, habe ich das Gefühl, dass also diese Hieroglyphen versuchen zu entziffern, da habe aber gar keine Chance. Und daher lieber zum Fachmann, würde ich mal sagen. Oder zur Fachfrau. Genau. Ein Beispiel, was ich auch gerne nenne, wir wissen, die letzten 3 Jahre waren nicht ganz einfach. Und wo Corona begonnen hat, haben sich viele kleinere Unternehmen im Stich gelassen gefühlt und haben einfach jemanden gesucht, der sie unterstützt, der ihnen hilft, die ganzen Förderungen für sie beantragt. Und ein Fall, den ich sehr gerne erwähne, ist eine Klientin, die zu uns gekommen ist und gesagt hat, mir wurde gesagt, ich bekomme keine Förderungen, obwohl sie körpernahe Dienstleistungen anbietet. Wir haben uns den Fall angeschaut und konnten auch wirklich eine Förderung für sie beantragen, die ihre Existenz eigentlich gerettet hat. Mhm. Und das sind so auch Gründe oder einer der Gründe, warum wir dran geblieben sind, wenn uns das gefällt, den Menschen zu helfen, sie zu unterstützen. Und, ja. Kann man vorstellen, das ist ja, glaube ich, ein angenehmes Gefühl, wenn man sieht, dass die Arbeit nicht nur so anonym ist, sondern dass man auch die Personen sieht und dass man dann eben wirklich geholfen hat. Mhm. Und ich bin mir überzeugt, dass es sehr viele so kleine Betriebe gegeben hat, die es nicht gewagt haben, sich zu informieren und dann quasi einer Meinung geglaubt haben und heute nicht mehr existieren. Leider, ja. Gibt es allgemein noch Erfahrungen, wo man sagt, das war für mich so ein Moment, wo ich weiß, ich mache das Richtige. Ja, es gab zum Beispiel die Situation, da war ein Klient bei uns, der sich zu Hause alles durchgerechnet hat mit Berechnungsprogrammen und Angst hatte vor der Nachzahlung, dass er das überhaupt nicht finanzieren kann. Und dann ist er zu uns gekommen, wir haben uns die Rahmenumstände angeschaut, wir sind alles durchgegangen mit ihm, haben Lösungen gefunden, dass er letztendlich mit einem Gefühl rausgegangen ist, mit einer Aussage, die mir hängen geblieben ist. Jetzt weiß ich, ich kann mir das leisten, jetzt weiß ich, wofür ich arbeite. Mhm. Unglaublich, dafür habe ich euch. Das ist, glaube ich, etwas, was... Das bleibt hängen. Das bleibt hängen, das kann man vorstellen, ja. Da zählt man davon. Genau. Jetzt ist mir aufgefallen, ihr seid nicht unbedingt in einem der Innenstadtbezirke ansässig. Ich meine, mir gefällt die Donaustadt, mir gefällt Freudstorf sowieso sehr gut. Warum gerade hier den Standort? Ja, also wo wir zu Beginn quasi analysiert haben, was wir wollen, war der Standort einer dieser Punkte. Und wir wollten nicht unbedingt im ersten Bezirk sein, weil dort gibt es viele Steuerberater und wir haben uns gedacht, wir wollen auch hier im 22., 21. Bezirk uns ein bisschen in der Nähe von der Donau ein Büro suchen. Das haben wir dann auch so getan und eigentlich kommt es sehr gut an. Und die Kunden auch in Wien-Umgebung sind sehr zufrieden mit dem Standort. Öffentlich sind wir relativ gut erreichbar. Und ja, also wir werden auf jeden Fall hier in der Gegend bleiben. Mhm. Vor allem, wenn man berechnet, dass Freudstorf und Donaustadt zusammen, wenn sie eine eigene Stadt wären, wahrscheinlich die zweitgrößte oder zumindest die drittgrößte Stadt Österreichs wären, ja, ist der Platz eigentlich sehr gut gewählt. Ja. Es gibt auch viele Unternehmer. Es gibt sehr viele Unternehmer, ja, genau. Tendenz wahrscheinlich auch steigend. Viele suchen auch jemanden in der Nähe. Mhm. Also das haben wir schon öfter mitbekommen, dass Leute wirklich fragen, ich habe gesehen, ihr seid im 22., das ist nur 5 Minuten von mir entfernt. Und viele suchen auch einen Steuerberater in Wien, also Raum Niederösterreich speziell. Ja, absolut. Und sagen, ich fühle mich draußen nicht so betreut, nicht so vom Fachlichen nämlich auch. Und suchen dann speziell in Wien, aber vielleicht nicht unbedingt im ersten, sondern in der Nähe quasi. Kann ich mir gut vorstellen, weil rund um hier sind ja doch sehr viele Betriebe, auch in Niederösterreich und auch Kleinbetriebe, die sicherlich sowas benötigen. Ja, das, was mir jetzt eingefallen ist, ich bin zum Beispiel ein Mensch, der nicht gern mit Aktenordnern herumläuft und mit haufenweise Papier. Wenn ich jetzt zu euch komme, muss ich da alles mitnehmen, so mit einem Einkaufswagen schleppen, die... Nein, musst du nicht. Also wir bieten beides an.
Also es kann, man kann mit dem Beleg kommen, man kann mit Ordner kommen, wenn man das möchte, wenn man sagt, na, Scanner freut mich jetzt nicht. Aber wir sind voll digital, das heißt, wir scannen ein, beziehungsweise wenn es schon elektronisch kommt, umso besser. Und was ist der Vorteil? Ganz wesentlich, man findet jeden Beleg. Das heißt, die Betriebsprüfungen funktionieren so einfach wie noch nie, weil man wirklich alles herzeigen kann. Das schätzen die Prüfer, das schätzen die Klienten. Und im Arbeitsfluss ist es wesentlich einfacher und ökonomischer. Das heißt, auch wenn ich jetzt sage, ich möchte einen Betrieb gründen, wäre es vielleicht günstiger, vorher mal, wenn ich sage, und wenn ich einen Betrieb habe, möchte ich zu euch kommen, sich mit euch einmal im Vorfeld schon in Verbindung zu setzen. Ja, wir haben erlebt, dass viele, viele neue Gründer die Reihenfolge falsch wählen. Okay. Sie eröffnen zuerst ein Konto, gründen eine GmbH und dann kommen sie zu uns. Und dann stellt sich die Frage, warum hat man das gemacht? Es wäre zu empfehlen, dass man vielleicht das Gespräch zuerst zu uns sucht, damit wir auch beraten können, was ja unsere Haupttätigkeit ist. Was möchte man gründen, was möchte man für ein Unternehmen? Es kursieren sehr, sehr unterschiedliche Gerüchte quer durch ganz Wien und Österreich eigentlich. Und ja, ich sehe es als sehr wichtig, ein Gespräch zu suchen. Das Gespräch dauert eine Dreiviertelstunde, vielleicht eine Stunde. Und man geht hier raus und ist aufgeklärt. Man weiß, was man will. Wir unterstützen auch sehr viele bei der Gründung. Sei es die Gewerbeanmeldung, sei es die Sozialversicherung, das ist ganz sei es wichtig, die Registrierung beim Finanzamt. Das ist schon ziemlich so. Dschungel. Ja. Und das, wenn ich es richtig verstehe, man kann dann auch sich erst informieren, welche Betriebsform wäre für mich richtig, genau, weil eine GmbH muss für mich oder GmbH muss für mich nicht unbedingt das Optimale sein. Genau, richtig. Die Rechtsform ist sehr wichtig und ja, es gibt Betriebe, da passt die GmbH sehr gut, es gibt welche, da passt es halt nicht. Es gibt Argumente dafür und dagegen. Manchmal ist es auch sinnvoll, als Einzelunternehmer zu starten und später die GmbH zu gründen. Kann man machen, das betreuen wir. Viele Dinge kann man im Nachhinein oft gar nicht mehr ändern. Also, oder sehr, sehr, sehr schwierig. Mit Kosten meistens verbunden. Genau. Wo ich sage, da nutze ich doch lieber ein kostenloses Erstgespräch und höre mir das an, bevor ich dann im Nachhinein dastehe und sage, ich habe jetzt Prozesse aufgesetzt. Genau, und so schlimm ist nicht, im 22. zu fahren. Genau, das ist nur ein bisschen Zeit. Ja, also ich glaube, ich weiß jetzt alles. Also ich weiß nicht alles, aber ich habe jetzt einiges von euch erfahren. Wollt ihr vielleicht noch irgendwas dem Publikum sagen? Man kann uns gerne persönlich kennenlernen in einem unverbindlichen, kostenfreien Erstgespräch. Dafür müsst ihr uns nur auf unserer Homepage besuchen und gerne dann Kontakt über Mail oder Telefon aufnehmen. Ja, und wir verabschieden uns von euch und wir können sagen, ihr seid die Steuermenschen unseres Vertrauens. Danke.